Ja, hallo, lieben Christian Schmeier, Paterpapua, Beziehungscoach, Psychologe. Und ich habe mal wieder eine richtig schöne, knackige, schmackige Dreiecksmail für euch, die ihr euch hoffentlich, falls ihr noch nicht so weit sein solltet, endgültig den Spaß austreibt an diesen Dreierbeziehungen, was ja offensichtlich so vielen Leuten Spaß zu machen scheint. Weiterhin ist mein E-Mail-Postfach voll von Dreiecks-E-Mails und ich kann nur immer wieder sagen, ich weiß ja nicht, wie lange ihr dabei seid, wenn ihr nur einen einzigen verfickten Ratschlag von mir annehmen wollt, nur mein ganzes Programm, wenn euch das alles nicht interessiert, alle Videos, nur einen einzigen Ratschlag, keine Dreiecksbeziehung führen, wäre 50% des Beziehungselends, glaube ich, schon vorbei, wirklich. Das ist. Aber offensichtlich will die Menschheit das nicht. Also, was soll ich machen? Okay. Lieber Christian, dein Kanal hat mich in den letzten Monaten stark begleitet und deine Videos und so deine Liebeschip-Kurse haben mich nachhaltig geprägt. Gut, aber es geht doch hier um eine Dreiecks. Ich glaube schon. Dann solltest du eigentlich wissen, dass du keine Dreiecksbeziehung führen solltest. Aber vielleicht hast du danach die Kurse gemacht, weiß ich nicht. Danke an dieser Stelle für deine wertvolle Arbeit, ohne die ich es vermutlich nicht geschafft hätte, an diesem Punkt in meinem Leben zu gelangen. Zu meiner Geschichte. Ich war ein paar Jahre in einer hochtoxischen Affäre gefangen. Trotz unzähliger Versuche und immer schlimmerer Tiefschläge habe ich es bis vor kurzem nicht geschafft, mich konsequent von meinem Partner zu trennen. Ja, also ich kann das alles nachvollziehen. Das ist Liebessucht. Liebessucht kann ganz schlimm sein. Kann einen das Gefühl, man findet einfach nicht raus und aber mit den richtigen Tools, und ich denke, die sind in meinen Kursen, kann man das lösen. Und, ne? Wir haben uns beim Halma kennengelernt und belanglos angefangen zu schreiben. Aus Schreiben wurde telefonieren, bla 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 und so weiter. Alles hat sich magisch angefühlt. Magisch! Bis wir ja schon, big fucking red flag. Ich habe die Welt nicht gemacht, Leute. Es ist einfach so, tut mir leid. Wir hatten bis zuletzt eine wahnsinnige körperliche Anziehung. Ja, ich nenne das ja toxischen Sex. Und ist, für mich hat das nichts mit Romantik zu tun, sondern ja, so funktioniert unser Kopf. Viele Hormone, intermittierende Verstärkung, ich will jetzt nicht wieder alles erklären. Wie beim Hund werden wir programmiert. Und ja, alles läuft scheiße. Dann will man über Bunga, wenn man das wieder ankurbeln und dann entsteht so eine Liebessexsucht zu einer Person. Ja, hat für mich aber ich hatte das früher auch, dass es gedacht, dass ich das irgendwas Besonderes. Das ist nichts Besonderes, gar nichts. Aber kann man machen. Konnten miteinander reden und lachen. Alles natürlich nur so lange, wie wir die Rahmenbedingungen ausgeblendet haben. Ja, das. Ja, über unsere Probleme haben wir nie gesprochen, denn wenn, wurden meine Versuche mal schnell geblockt. Ja, ich habe genug Probleme und wollte die Zeit einfach nur genießen. Lass uns einfach Leichtigkeit leben. Lass uns doch keine Probleme wälzen. Solange ich hier Nebenleistungen der Beziehung, ne, Bettsport und Aufmerksamkeit kriege, brauchen wir nicht über Probleme reden. Ne? Solange er seine Wünsche befriedigt bekommt. Naja, rückblickend weiß ich, dass er Lovebombing und Future-Faking sehr geschickt einsetzt, um mich bei Laune zu halten. Ich blieb, weil er mir eine Zukunft mit ihm versprach. Ja, das ist schon auch gemein, ne? Absolut. Und Gefühle mir auslöste, die ich in der Form noch nie gespürt habe und von denen ich überzeugt war, dass ich sie nie wieder spüren werde. Ja, aber diese Gefühle haben keine. Also die gibt es nur in diesen toxischen Beziehungen, ne? Weil du aus diesem Anfangsstadium eigentlich nie rauskommst. So, ne? In einer ruhigen, sicheren Beziehung, wo viel mehr Grund ist, dass jemand bei dir bleibt und deine Bedürfnisse erfüllt, gibt's das nicht. Ne? Das gibt's nur in der Toxik hier. Heute weiß ich, dass das wenig mit Liebe zu tun hatte. Ja, das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Sondern dass ich nach vielen Jahren als Single einfach nur süchtig nach seiner Anerkennung und Bestätigung war. Erfüllte meine innere Leere. Die ersten Monate waren wunderschön. Er suggeriert immer wieder, dass er seine Frau verlassen würde und zu mir kommen würde. Und da haben wir schon wieder das Drecks-Dreieck. Wo nur Müll bei rauskommt in aller Regel. Trari, trara.
Entschuldigung, meine harte Sprache, aber ich misse das auch wirklich so. Ich weiß, ihr braucht diese Mails immer wieder und es ist, man weiß einfach, dass nur Mist bei rauskommt und na egal. Ist egal, ist mein Job, mache ich gerne. So. Was dann geschieht, kann man als Außenstehender vermutlich nur schwer nachvollziehen. Ja, macht sein, wenn man es nicht selber erlebt hat. Trotzdem ist es nichts Besonderes. Nach knapp 3 Monaten stand er vor meiner Tür und erzählte unter Tränen, dass seine Frau schwanger sei. Ja, und natürlich hatten sie eigentlich wie Brüderchen und Schwestern nebeneinander gelegt und er wollte sie verlassen und netter Typ, echt nett. Ich blieb also bis zur Geburt. Ja, das gibt ja immer wieder neue Gründe, ne? Aber das muss man erstmal rauskriegen. Dann ist der Hamster Blinddarmentzündung, dann ist ihr kennt ja diese ganze Beispiel. Es ist halt Future Faking, ne? Wie du schon sagtest. Gut, also bla bla bla, Heiß-Kalt-Spielchen, Schuldumkehr, Eifersucht. Hatte Phasen, in denen ich kaum noch schlief und es mir nicht gut ging. Ja, das ist ja immer so ein absolut ganz großes Zeichen für toxische Beziehungen, wenn man nicht mehr schlafen kann. Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich so krass. Ey. Und habe eine Psychotherapie begonnen. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Die mache ich bis heute und sie tut mir neben der Arbeit mit dir sehr gut. Letztlich war es eine Fügung des Schicksals, dass ich über eine Bekannte herausgefunden habe, dass mein Ex mich schon seit einigen Jahren belogen hat. Was? Das gibt's das? Menschen in Dreiecken, die einen belügen? Ja. Ja, oh Mann, ey. Okay. Er hat dann wohl angeblich nach der Geburt noch Besitz erworben, um dort als Familie zu leben. Die Frau war auch gar nicht ausgezogen, sondern sie haben einfach nur ihre ganze Wohnsituation verändert. Und genau, durch diese Veränderung der Wohnsituation konnte er dann auch eure Beziehung vertuschen quasi. Ich wusste von allen nichts. Seine Story war, na, ist ja auch egal, muss jetzt nicht so viel Details hier. Auf jeden Fall hat er dir genau das andere erzählt, dass eigentlich gar keine Beziehung mehr besteht. Schon krass. Es gab immer wieder Situationen in der Vergangenheit, wo ich Lügen oder Halbwahrheiten aufgedeckt habe. Ja, aber warum? Das ist die Frage, musst du dir heute stellen. Ne? In der Rückschau wusstest du es ja nicht besser. Aber warum willst du partout bei jemandem bleiben, der dich anlügt? Ne? Also wenn dann jemand anlügt, klar, vielleicht gibt es mal eine Notlüge, aber so, wir reden ja über chronisches Lügen. So einer Person kannst du nicht mal deinen Goldfisch anvertrauen. Das kannst du vergessen. Du kannst mit der keine Beziehung führen. Ne? Jedes Mal hat es nicht gereicht, um zu gehen. Dieses Mal ist es anders, weil das Dimension des Lügens eine andere ist und weil ich durch seine Kurse und Videos andere Werkzeuge habe, um die Muster zu erkennen. Um mit der Situation umzugehen. Oh, das freut mich total. Danke, dafür sind sie da. Super, gut, dass du das umsetzt. Ne? Nichtsdestotrotz habe ich Angst vor der wahnsinnigen Anziehung zwischen uns. Lenn ist einfach Liebessucht. Das ist keine Anziehung, das ist einfach Liebessucht. Die entsteht durch diesen Mangel, ne? Und durch deine Historie vielleicht, Biografie. Du kannst ja auch in der Verhaltenstherapie besprechen. Ich habe Angst, wieder schwach zu werden. Ich habe mich zwar überall blockiert und weiteren auch juristischen Sachen gedroht, aber solche Drohungen haben meist auch nur kurze Wirkung gezeigt. Ja, weil du es dann nicht machst, dann erwirkt ein Kontaktverbot gegen ihn. Fertig. Und wenn das immer noch nicht reicht, was du jetzt erlebt hast, was dann wirklich krass ist, ja, dann heißt es die nächste Runde, die wo du, ja. Aber was willst du mit so einem Typen? Schalt deinen Kopf ein. Sie ist einfach als wie so eine Sucht irgendwie, wo du jetzt durch einen Entzug durch musst. Und wenn er dann wieder vor der Tür steht, dann Kontaktverbote wirken. Ich weiß, ich sage das jetzt so flockig, ich weiß, das ist super schwierig, aber das ist wie wieder, ja, dann wie an der Flasche hängen. Es ist nichts anderes, hat mit Liebe nichts zu tun. Gar nichts. Und irgendwann wirst du mit ein bisschen Abstand, wenn du erstmal ein halbes Jahr von ihm getrennt bist und keinen Kontakt mehr hast, wirst du denken,
what the fuck, was habe ich da eigentlich gemacht, ne? Also ich tue mich so schwer, noch in meine Geschichten reinzudenken, weil ich das aus heutiger Sicht einfach nur noch absurd finde, wie ich mich verhalten habe, komplett sinnbefreit, bescheuert und, naja, also kann man zu sich selber ja mal sagen, aber es ist natürlich nicht bescheuert, sondern man rutscht da so rein, aufgrund von Kindheitsprägung. Aber ich kann es überhaupt nicht, ich muss wirklich mir Mühe geben, mich da selber nochmal reinzudenken, warum bin ich da so lange geblieben? Ich kann es überhaupt nicht mehr verstehen. Ich habe die Angst, dass ich die Tür doch wieder öffne und auf seine Worte reinfalle. Ja, kann ich total verstehen. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass man Angst hat, dass dieses blöde Gelaber, dass man da wieder schwach wird. Schließlich hat er doch so oft gesagt, dass er mich über alles liebt und mich ohne mich nicht sein kann. Also wie du das schreibst, finde ich nicht gut. Was hat das mit Liebe zu tun? Offensichtlich liebt man doch nicht jemanden, den man von morgens bis abends über Jahre angelogen hat. Das ist einfach nur Egoismus. Nichts weiter. Einfach knallharter Egoismus. Nichts weiter. Das Gefühl, ich kann machen, was ich will und meine eigenen Bedürfnisse. Ja. Also macht sich da viel zu klein und ja, es geht auch darum, wieder seine eigene Macht zu fühlen und den Spieß umzudrehen, ne? Und zu sagen, sorry, du entsprichst einfach nicht meinen Erwartungen, die ich an Männer habe. Und ja, tut mir leid, du hast deine Chance gehabt, du bist raus. Wieder in seine Kraft zu kommen, darum geht's doch, ne? Mein Kopf weiß, mein Herz aber sagt was an. Das hat mit dem Herz nichts zu tun, ist einfach Liebesucht. Hast du Tipps, wie ich dieses Gedankenkarussell und das letzte bisschen Hoffnung wieder loswerde? Ja, die Tools stehen ja alle drin, eigentlich im Modul 0. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon hast. Shitlist und all diese Sachen. Mach das. Besprich das mit deinem Therapeuten. Und besprich das mit deinen Freunden. Sag immer so, such dir irgendeine Freundin, wo du sagst, boah, wenn ich wieder Angst habe, da anzurufen, kann ich dich dann anrufen. Ist auch ein guter Tipp. Und aber letzten Endes ist deine Entscheidung so, ne? Und aber ich verstehe das schon, dass das super schwer ist. Und also jeder Trick und jedes Hilfsmittel, was du da nutzt, ist in Ordnung. Vielleicht wäre es eine Kontaktverfügung, vielleicht wäre es manche verlassen auch die Stadt, ne? Weil sie einfach sagen, ich muss das jetzt in den Griff kriegen und anders geht's nicht. Also alles, ist alles in Ordnung irgendwie, ne? Hauptsache, es hört auf, ne? Oder vielleicht hilft dir auch der Gedanke, nee, das ist ja nicht irgendwie, wo man jetzt drüber nachdenken müsste oder, ich weiß nicht, das macht einfach von A bis Z keinen Sinn. Du musst da wirklich mit dem Kopf denken und da hilft dir auch diese Shitlist. Und die einfach sagen, die nächste Runde wird noch schlimmer. Willst du das wirklich, ne? Für diese 5 Minuten Bettsport, die er dann macht, ne? Das ist letztlich wie so ein Schuss irgendwie, ne? Es sind auch die gleichen Gehirnregionen aktiviert. Vor allen Dingen, wenn man das mit Kokain vergleicht, sind exakt die gleichen Gehirnregionen. Das ist nichts anderes, Leute. Also im Grunde genommen ist Verlieben und verliebt sein ist auch so eine Art Sucht irgendwie. Nur, ja, es wird jetzt zu weit führen, aber ich weiß gar nicht, was ich da noch zu sagen soll, ne? Mann, aber tut mir leid und mach dir einfach klar, was die Konsequenzen sind, wenn du das Leben hier weiterlebst, so, ne? Weil man kann immer noch, man denkt immer, man könnte nicht noch mehr verlieren, man kann immer noch mehr verlieren. Du hast schon deinen Schlaf verloren, dein Wohlgefühl verloren, deine Stimmung verloren, man kann noch viel mehr verlieren, so, ne? Willst du das wirklich, ne? Was kann ja bla 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 bla. Was, selbst wenn du hier aufkreuzt, wenn du hier aufkreuzt, machst du entweder nicht auf. Oder wenn das, ich kenne jetzt deinen Fall nicht, aber man kann auch Polizei anrufen oder so, ne? Kann man alles machen. Ne? Und dann würde ich aber auch eine Kontaktverfügung machen, so, ne? Aber ich, wie gesagt, ich muss dich dann von der Polizei vielleicht beraten lassen oder so. Ich kenne jetzt deinen Fall ja nicht, aber es ist eine Möglichkeit, ne? Und was, wenn ich ihm zufällig begegne? Ja, das ist nicht schön. Also es zeigt sich allerdings, je wilder man entschlossen ist, abzuschließen, umso weniger trifft man die Person, ist so meine Erfahrung. Und je mehr man noch
irgendwie noch offen ist dafür, umso eher passiert es. Aber egal, wenn es dann passiert, ja, also ich, wenn das jetzt nach einem halben Jahr passiert oder so, würde ich begrüßen, würde ich ja hallo und weitergehen, ne? Aber jetzt würde ich einfach gar nichts machen. Wär für mich ein Fremder. Ich meine, das ist ein Mensch, der dich jahrelang angelogen hat. Warum sollst du mit dem auch nur eine verfickte Sekunde reden? Nein, du gehst an ihm vorbei und fertig. Und wie gesagt, und wenn das nicht geht, die wollen ja auch immer dann noch so über Körperkontakt so einen wieder zurück schlawinern. Ja, wie weit bist du bereit zu gehen, deine Grenzen durchzusetzen? Ne? Da testet er dich, ne? Aber da kann man auch so viel rausziehen und das kann einen so weiterbringen. Sie ist auch ein bisschen wie so ein Trainingsplatz vom Universum, wo du lernst, deine Grenzen klar zu ziehen, weil das kann man ja so oft im Leben brauchen und da ist jetzt die super Chance, ganz viel zu lernen, so, ne? Man muss sich immer überlegen, ob es das wert ist, diese 5 Minuten Bunga einmal in der Woche sein ganzes Leben irgendwie auf den Haufen zu werfen. Das muss man sich halt echt überlegen. Ne? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.